Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Prey. Okay. Okay, Passwort. Kein Passwort, kein gar nichts. Das hier können wir leider nicht wegtragen, weil zu schwach und so. Aber wir können nach oben gehen. Ja, ich weiß, mit dem Recycler können wir es locker weggrappen, aber das ist ja im Moment nicht das, was wir wollen. Gut, zuerst einmal leicht umschauen. Damit finden wir solche Sachen. Gut, auf der anderen Seite ist nichts. Mama, Vitalwerte kritisch. Ja. Super, ja, zum Glück müssen wir im Moment nicht kämpfen. Hoffe ich mal, sage ich in meiner Übermut. Aber zumindest sind hier keine Mimics in der Nähe. Wir können sonst nichts machen, gut. Die war gerade sehr verdächtig. Okay. Gut. Und einfach darüber springen bringt ja auch nichts. Okay. Gut, hier können wir nichts mehr machen. Deshalb bleiben mir nur noch eins übrig. EMP Ladung, Köder, Recycler. Ja. Das hilft immer. Gut, und wieder eine neutrale Waffe nehmen. Ja. Aha, aha. Sehr schön. Was haben wir hier? Ah, Tresor. 3376. Okay. Optimiere Telepathie. Suche Alex Bürotresor, ja, ja. Wenn alles so schlimm wird, wie ich befürchte, bleibt dir nur noch die Flucht. Du musst bekannt machen, was auf der Talos 1 passiert ist. Alex hat eine private Fluchtkapsel. Sie ist verschlossen. Ich habe einen Zweitschlüssel auf dem Datentower neben dem Stuhl versteckt. Du weißt schon, welchen ich meine. Nein. Es steht diesmal mehr auf dem Spiel als unser Leben. Oder die Station. Wenn auch nur eine dieser Kreaturen zur Erde kommt, dann war's das. Okay. Ich habe immer diesen Traum. Ich starre in die Leere zwischen den Sternen. Da ist etwas dort draußen. Ich weiß es. Ich kann es nicht sehen. Aber es sieht mich. Ich spüre seinen Hass. Ich weiß, du weißt, wovon ich spreche. Oder nein. Wirst es bald. Ich weiß nicht, von was du sprichst. Mein Gott. Ja, Neuromods. Also bei Telepathie haben wir einen neuen Zweig. Was ist das? Gedankenkontrolle. Psychoschock. Fernmanipulation. Da sind schon geile Sachen drin, aber wenn ich etwas nehmen würde, dann vielleicht das hier. Für Schaden machen und so. 55 Schaden ist nicht gerade wenig. Ich könnte auch verbrennen. Voll Schaden verursacht bist du.
100, 125. Weniger Schaden durch Feuerangriffe und Gefahren. Ja, das wäre schon cool, aber... schwer zu sagen. Ich will... Eigentlich will ich keine Alien-Technologie nehmen, denn es heißt ja, man wird selbst zum Alien. Bestätigen. Jetzt habe ich nur noch eine... einen Mod-Anzug. Da haben wir keine neue erhalten. Es war so etwas hier. Optimiere Telepathie. Verringert die Psychosen von Telepathiefähigkeiten. Vielleicht Schrotflinte und... und das hier. Ja. Gut. Nachgeladen ist es ja. Hier haben wir alles. Also müssen wir schauen, wie es weitergeht. Und das mit der goldenen Waffe klang cool. Hoffentlich ein Sturmgewehr oder so etwas. Das war so nicht geplant, aber... gut. Okay, mal sehen, was das hier bringt. Okay, okay. Also, was haben wir hier? Schalldämpfer? Wiedergabe. Was gibt's? Wie geht's voran? Ich krieg das verdammte Ding nicht auf. Wo ist Danielle? Antwortet nicht. Was ist los? Das Schloss hat eine Stimmensicherung. Danielle muss das Schlüsselwort sagen, wenn wir da rein wollen. Reichen auch einzelne Satzfragmente? Vom Transcribe? Ja, mit den richtigen Wörtern. Oder wenn wir genug haben, um eine Liste aus Konsonanten und Vokalen zu erstellen und Muster laufen lassen. Ich gehe sie suchen. Oder ihr Transcribe. Ich sehe erst in ihrem Zimmer nach. Alles klar, Ivy, aber machen Sie keine Dummheiten. Ivy? Mist. Verdammt, Danielle, wo bist du? Umweg. Okay. Es ist unwahrscheinlich, dass Chief Shaw noch lebt. Ich rate Ihnen, Zachary Wests Strategie zu verfolgen und Stimmproben zusammenzusetzen. Auf Ihrem Transcribe befindet sich die nötige Software. So haben Sie meine Stimme erstellt. Danielles Quartier dürfte ein guter Startpunkt sein. Okay. Moment. Ich sage gerade live. Satzung, aha, aha. Und eine Notiz, oder? Ah. B2. Ordins Bluffs Schatzkarte. Gut, ja, aha, aha. Stimm gesperrt. Stimmerkennung erforderlich. Bitte wiederholen Sie folgende Worte. Perspektive. Korkenzieher. Vorliebe. Spekulation. Mhm. Okay. Die Luftschleuse wurde nur aufgemacht und jetzt gehen wir weiter. Irgendwo hier in der Nähe sollte doch auch irgendetwas sein. Ich dachte schon. Ein Lift nach unten. Ah, da unten war es doch, oder? Gleich hier. Neben dem Teil hier. Ich dachte, beide führen in die gleiche Richtung, aber stimmt nicht. Oh oh. Mir kommt gerade in den Sinn. Was ist, wenn hier noch Gegner sind? Spiel wurde gespeichert. Gut, aber... wir sind nicht da, wo ich dachte, dass wir hingehen. Zur Brücke. Nein, wir wollen noch nicht zur Brücke. Okay, das ist kniffliger als gedacht. Ich will eigentlich da runter. Guten Tag, Talos. Vergessen Sie nicht die wöchentliche Sicherheitsinspektion Ihrer Transstar-Uniform. Wenden Sie sich dazu bitte ans Maschinenlabor.
Gut, was ist das? Ah. Okay, haben dafür... Okay, ich kann da nichts machen. Mehrere Ziele, gut. Ah. Sehr schön. Okay, von da sind wir ja gekommen. Kräftig Umschau, Umschau. Vielleicht finden wir etwas. Nein, ausnahmsweise ist hier unten nichts. Nein. Bis auf ein bisschen Kleber. So. Gut, diesmal kann es einfach geöffnet werden. Ja. Ja, leck mich doch. Schwieriger können sie es nicht machen, oder? Egal, wo wir hinkommen. Alles ist zugekleistert und zugeklumpt. Gut tragen. Gut, was haben wir hier oben? Platte, Ebel. Was ist das? Ja, nichts von Bedeutung, wie es scheint. Die Textur hat auch eine mega scheiße Auflösung, also. Muss es nichts heißen. Also im Moment bei diesem Spiel, nein, muss es nichts heißen. Es könnte ja auch sein, dass es... Okay, verdammte Scheiße. Ich dachte, dass... Ah, fuck. Gut, dann halt eben andersrum. Dann schauen wir mal, ob irgend... Ja. Können wir jetzt hier rein? Schlüsselkarte. Wo ist er? Er könnte eine ärztliche Beistand gut gebrauchen. Diagnostiziere, Sie hatten wohl einen harten Tag. Ja. Bitte halten Sie still. Es dauert nur einen Moment. So gut wie neu. Sie können einen Service-Fragebogen am Empfang ausfüllen. Ja. Fragebogen, Empfang. Die Frage ist nur, welcher Empfang? Okay, da können wir nichts machen. Die Hosen hier können wir nehmen. Das ist ja kein Problem. War hier nicht irgendetwas? Moment. Medizinbot, ne? Brauche ich im Moment nicht. Gut. Notizen. Aha. Ziele. Okay, finde. Kopierschutz, da. Gut, was am Hauptaufzug? Und sonst? Moment. Aha. Aber wie ist der hier raufgekommen? Wir haben einen Jetpack, aber ja? Willkommen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Im Moment nicht, aber danke. Hauptaufzug. Mehrere Ziele. Ah.
Ah, schwer zu sagen. Hallo, kommen Sie wegen eines Termins? Ist das kein Mimik? Obwohl es gerade so weggeschleudert wurde? Gut, was heißt hier? Intrigen. Ah, es geht. Wo geht's hier rein? Besatzungsquartiere. Ja. Da will ich hin. Ich hoffe, ich behäus nicht. Man kennt ja die sogenannten Besatzungsquartiere. Überall voller Keime. Nee, Spaß beiseite. Das wird sicher alles voll mit Typhon sein. Mimics und all das ganze Kaffeehack-Zeug. Und wir sind nicht gerade bestens ausgerüstet. Und der Ladevorgang dauert mal wieder ewig. Aber das kennen wir ja. Von dem her. Der Mitarbeiter steht in den Besatzungsquartieren genießen die Transstar-Mitarbeiter zahlreiche Annehmlichkeiten. Darunter ein Fitnessbereich, ein Kino und die Lounge Gelbe Tulpe. Mitarbeiter steht abhängig von ihrer Stellung eine große Suite, eine einfache Kabine oder eine Wohnkapsel zu. Also, große Suite, etwas für uns, also die Chefs. Eine einfache Kabine, die normalen Mitarbeiter und die Sklaven kriegen eine Wohnkapsel. Also so wie die Kapselhotels in Japan. Ein kleiner Raum, in dem man gerade mal so reinpasst, um eigentlich nur zu schlafen. Ja, preisleistungstechnisch, ja, da geht man eigentlich nur rein, um zu schlafen. Also, soviel ich weiß, wenn Geschäftsleute den letzten Zug verpasst haben, um nach Hause zu gehen und keiner wiederkommt, dann geht man da rein, pflanzt sich in diese Kapsel ein, also reingleiten und dann schnarcht man bis zum nächsten Morgen, geht wieder raus und weg ist man. Ja, dafür ist es gerade nur das Nötigste, aber als Tourist in so einer Kapsel zu, ja, als Tourist willst du ein Zimmer, wo du deine Sachen hinlegen und ausbreiten kannst und das ganze neue Zeug, das du gekauft hast für die Familie, die Souvenirs, die Kleidung, bla bla bla, da brauchst du schon ein Zimmer. Und wie ich gerade sehe, ist der Ladebildschirm immer noch so kacke wie eh und je. Yeah! Mein Gott. Ja. Aber mal gut. Gut. Und das wäre nicht so schlimm, wenn nach diesem Ladebildschirm nicht noch einer kommen würde. Aber ich bin schon gespannt, wie es aussehen wird. Also, die Besatzungsquartiere. Und Japan. Ja, irgendwann will ich mal vorbeigehen. So, ja, schnell vorbei, mit dem Auto rüber jetten. Nein, man kann nicht mit dem Auto nach Japan rüber chatten. Zumindest nicht kurzfristig. Man müsste auch noch eine Fähre nehmen und, aber. Von hier nach Japan. Da müsste man in China vorbeifahren. Ich sehe dich. Noch eine Puppe. Komm her. Noch.
Was? Okay, das war gerade schräg. Aber kein Grund zum Panik. Zum Panik? Zur Panik. Scan abgeschlossen. Okay, Gedankenkontrolle 1 verfügbar. Ja, ja. Fremde kontrolliert. Super, haha. Du, ich sehe dich. Noch eine Puppe. Du suchst nach mir mit den schwarzen Augen. Ich will schwarzen Eier hinter den Augen. Seltsam. Aber gut. Du suchst nach mir mit schwarzen Eiern hinter den Augen. Komm näher. Okay, du scheiß Mimik. Sie sind anders als wir alle. Scan abgeschlossen. Albtraum? Weitere Proben benötigt. Warnung. Vitalwerte kritisch. Okay, bevor wir weitermachen, brauche ich einmal das, dann... Zwei Schuss hintereinander. Ja, super. Ja, leck mich doch. Okay. Neuer Versuch. Boah, wir sterben ja wie die Fliegen. Komm schon, komm schon. Puppe, du suchst nach mir. Augen. Komm näher. Ja. Okay. Was stand da gerade da oben? Vermeiden Sie. Was soll ich vermeiden? Hab gerade überlegt, wenn wir eine Tasse sind oder so etwas, würden wir da auffallen? So, ich sehe dich. Noch eine Puppe. Du siehst mich hier. Schwarze Eier hinter den Augen. Komm näher. Gut, also ja. Tasse zu werden ist keine Option. Also Tasse, ein Gegenstand zu werden, ist keine Option. Gut, was ist mit Schleichen? Ist Schleichen vielleicht eine Option? Scan abgeschlossen. Neue Ziel. Du, ich sehe dich. Noch eine Puppe. Du suchst nach mir. Mit schwarzen Eiern hinter den Augen. Komm näher. Ja. Noch mehr. Will Mitchen. Wer zum Geist ist Will Mitchen? Also die besten Chancen hatten wir, als wir ins Kino geflüchtet sind. Dann machen wir es halt so.
Noch eine Puppe. Du suchst nach mir. Mit schwarzen Eiern hinter den Augen. Komm näher. Ja, noch näher. Gut. Dumme Puppen. Was? Sie auch? Sie wollen in die Küche kommen. Ja. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Okay. Okay, das kennen wir ja. Kritisch gegen Albtraum. Das ist gut. Wir können. Verdammt, zu viel. Warte. Ich glaube, es würde auch helfen, wenn unser Anzug vollkommen repariert wäre. Das speichern wir kurz. Scan abgeschlossen. Okay. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Okay. Eigentlich will ich keiner unserer Leute etwas antun. Aber ihre Köpfe explodieren, sobald... sobald sie einem zu nahe kommen, oder? Das habe ich korrekt verstanden. Vermeide den Albtraum oder töte ihn. Oh fuck. Na komm. Gut, ich glaube, das hätten wir jetzt hier noch ein bisschen. So. Nachladen. Gut, Kino ist vollkommen befreit. Eigentlich will ich unsere Leute nichts antun, denn sie können ja nichts dafür. Wenn sie dann explodieren... wenn sie in unsere Nähe kommen. Wir haben hier Scott hier. Reservierungsscan. Willkommen morgen, New. Okay. Was haben wir sonst noch hier alles? Das ist der Weg nach oben. Aber wir haben es geschafft. Ich speichere da nochmal zur Sicherheit. Gut. Verstärken. Okay. Gut, ich glaube, irgendwo ist ja noch einer.
Oh, schön. Kalibrierung angefordert. Ja. Die können wir dann auch. Lagerschrank, gelbe Tulpe. Gut, was haben wir hier alles? Lagerschrank, gelbe Tulpe, oder? Okay, was haben wir? Okay, niemand in der Nähe. Gut. Ach du Scheiße. Notiz. Die Fluchtkapsel haben nicht funktioniert und wir glauben, dass es Absicht war. Diese schwarzen Schemen sind überall und alle, die wir kennen, sind tot. Oder Schlimmeres. Wir werden nicht zulassen, dass es uns genau so geht. An unserer Familie, wir lieben euch. Brandy Passer und Jenny Gaffenzoff. Die Ärmsten. Sie haben, ja, Selbstmord gewählt. Sie wollen das lieber als zu denen zu gehören. Gut, was haben wir sonst noch? Okay. Tisch tragen. Oh, wie ich das hasse. Neutraler Horizont. Was haben wir hier drin? Nichts. Gut, da war auch wieder nichts. Oh, ich dachte schon. Okay. Gut, gut umschauen. Gut, mehr als nur einen Schlag geht nicht, oder wie? Gut, nichts Verdächtiges. Hier drunter auch nicht. Kaffee. Haben wir hier hinter etwas? Nein. Hätte ja sein können. Gut, Bellamy's. Danielles Carlos von Kapsel. Gut, hier in diesem Bereich wäre alles getan und gesagt. Oh. Mike Turner. Gut, dann machen wir hier Ersatzteile. Gut, 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 gut. Scanne Ziel, Teufelmaterial nicht eindeutig identifizierbar. Kalibrierung angefordert. Ja, das Freizeitbereich. Moment, irgendwo ist eine Mimik. Okay. Gut. So, Kaffee. Von da sind wir gekommen, oder? Da ist alles zugekommen. Ich kann mich nicht beherrschen. Okay. Fatal Fortress. Ist ja geil. Ich finde das immer noch cool. Ah. Blinder Oger können mit Gongs um Hilfe rufen. Versucht zu verhindern, dass
Grande Sastrio weißer Juwelen gegen Necros einsetzt. Plus 1 Schlossbonus für den, der Trips Rätsel löst. Ist ja geil. Besatzungsmitglied, okay. Das Dungeon and Dragon des Prey-Universum. Machen Sie, dass es aufhört. Okay, wenn eine Waldelfe, okay. Oder ein Bogenschütze, eine Bogenschützin. Und wen haben wir denn noch? Der Krieger. Nicht schlecht. Average Schatzkarte. Okay. Okay, Elias... Alrik. Alrik ist in der Dunkelheit hinter der Turmtür verschwunden. Das Einzige, was ihr noch von ihm seht, ist seine Blutspur. Aber die Steinplatten scheinen das Blut irgendwie aufzusaugen. Und die Ritzen schimmern rot. Meine Fresse, Abigail. Sei nicht so ein Feigling. Entweder gehen wir durch die Tür... Vergiss es. Es hat gerade unseren Krieger gefressen. Wenn du es nicht mit dem ganzen Schwarm Rattenmenschen aufnehmen kannst, oh zauberloses Wunder, haben wir keine Wahl. Elias? Ich meine, Alrik? Hauptmann Alrik! Kann ich ihr antworten? Natürlich nicht. Ihr hört nichts aus der Dunkelheit. Sie hat Alrik vollständig verschluckt. Okay. Ich entzünde eine Fackel und... Hey Leute, tut mir leid, bin spät dran. Das Betriebssystem der Station wurde aktualisiert. Ich musste Bellamy die ganze Zeit die Hand halten. Abby, hast du meinen Charakterbogen? Du hast es geschafft. Ja, hier. Okay. Ah. Oh. Gut, ich dachte, hier kommt ein geiler Secret oder so, aber... Ja. Okay, was ist das denn? Nichts Besonderes. Das können wir uns gleich noch anschauen. Gut, was haben wir sonst noch so? Okay, schusstechnisch sind wir... Was war das? Von irgendwoher werden wir doch durch die Gegend geschleudert. Irgendetwas ist hier. Die Frage ist nur, was? Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Gut, Poltergeist, du bist tot. Okay. Aber interessant, ein Poltergeist. Zumindest nennen sie den so. Aber das passt wirklich. Geil! Auf diesem riesen Fernseher zu zocken ist geil. Aber Moment mal. Sie zocken noch so? Ich dachte, in so einem Zeitalter würden sie bessere, ja, Zockmöglichkeiten haben. Wie zum Beispiel das Nerf Gear. In Spielen eindringen und dort spielen. Gut, wer bist du? Aha. Poltergeist. Global Unit Spiele. Ja.
Gut, wir haben unsere ganze Munition verschwendet. Also wenn wir nochmal durch die Gegend geworfen werden, wissen wir, was es ist. Tja, sind wir hochgekommen. Oh, ich dachte, von hier wären wir. Okay, alles Gute zum Geburtstag, Papi. Hi, Papa. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich habe ein Geschenk für dich, aber du kriegst es erst, wenn du nach Hause kommst, weil deine Firma so blöde Regeln hat. Weißt du was? Ich bin mit Leder getrabt. Das war toll. Was noch? Ach ja, Ren hat in einen deiner Cowboy-Stiefel gepinkelt. Tut mir leid. Was? Ich vermisse dich. Sagt Mr. Yu, dass er Kindern erlauben soll, ins Weltall zu kommen. Tja, ich glaube, das war's erstmal. Ich lieb dich. Sagen wir es mal so. Sei froh, dass du nicht ins Weltall durftest. Eine kleine Fliege, bla bla bla, okay. Sei mal ganz schön froh, dass du nicht mit durftest. Okay, Freizeitbereich und draußen. Eieiei. Fremd kontrolliert. So. Oh. Ich muss zuhören. Ich muss. So, ich hoffe, du bleibst so. Ich habe keinen Bock, gegen dich zu kämpfen. Gut, wir sind hier reingekommen. Haben mein Bestes versucht, hier wegzukommen. Kommen Sie mir nicht zu nahe. Habe nicht vor, dir nahe zu kommen. Bleib einfach weg. Okay, der Code habe ich nicht. Oh. Armadon. Don Davis. Armadon. Okay, was haben wir hier? Eine. Oh, mein Inventar ist voll. Miss Wong. Gut. Hm? Okay. Verdammte Scheiße. Moment. Oft hilft da schon. Nee, da hilft nix. Glaube ich. Beherrschen. Was tun Sie? Verschwinden Sie los! Ich bin schon auf dem Weg. Reservierungsscan. Gut. Kantine. Ein Telepath? Scan abgeschlossen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Nein! Ich muss zuhören. Ich muss. Okay, erstens ein. Warnung. Vitalwerte kritisch. Gut, oh, scheiße. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.